in der Arbeit bei der Herstellung von Zucker. Ein Text gelesen in einfacher Sprache von Simon Zangerl. Zucker ist sehr beliebt. In einem Jahr werden 180 Millionen Tonnen angebaut. Danach wird der Zucker verkauft oder verarbeitet. 78% davon ist Rohrzucker. Oft müssen Kinder für den Anbau von Zucker arbeiten. Was ist Zuckerrohr? Zuckerrohr mag heißes und feuchtes Wetter. Am meisten Zuckerrohr wächst in den Ländern Brasilien und El Salvador. Kinderarbeit beim Zuckeranbau. Dort gibt es oft Kinderarbeit. Ein Drittel der Arbeiter in El Salvador sind Kinder. Vielleicht sind es sogar mehr. Das weiß man nicht genau. Viele Kinder zählen nämlich nicht als Arbeiter. Sie helfen ihren Eltern beim Arbeiten. Die Kinder sind oft erst zwischen 8 und 13 Jahre alt. Sie arbeiten hart. Die Kinder bekommen wenig Geld bezahlt. Im Monat bekommen sie 74 Euro für die Arbeit. Das Geld brauchen die Kinder für das Essen der ganzen Familie. Die Kinder arbeiten bis zu 9 Stunden am Tag. Der Weg zu der Arbeit ist sehr lang. Die Kinder haben keine Zeit zum Spielen mit Freunden und Familie. Oft können sie nicht einmal zur Schule gehen. Deshalb können sie keinen anderen Beruf erlernen. Sie müssen also ihr ganzes Leben für den Zuckeranbau arbeiten. Gefährliche und harte Arbeit. Beim Arbeiten ist es oft sehr heiß. Die Kinder bekommen kein Wasser zu trinken. Für die Ernte von Zuckerrohr braucht man schwere Werkzeuge und scharfe Messer. Die Blätter vom Zuckerrohr reizen die Haut des Menschen. Auch müssen Teile der Pflanzen verbrannt werden. Das ist für Kinder gefährlich. Sie können sich dabei verbrennen. Auch sind die Dämpfe bei der Verbrennung sehr schädlich. Bei einer Verletzung oder Krankheit bekommt man keine Hilfe. Weltweite Kinderarbeit. Kinder müssen nicht nur in Brasilien und in El Salvador für den Anbau von Zucker arbeiten. Auch in anderen Ländern gibt es Kinderarbeit. Den Kindern geht es bei dieser Arbeit sehr schlecht. Kinderarbeit für Coca-Cola. Auch die Getränkefirma Coca-Cola kauft viel Zucker. Dieser Zucker kommt oft aus Ländern mit Kinderarbeit. Coca-Cola hat da aber einen gemeinen Trick. Der rohe Zucker kommt von Kinderarbeit. Coca-Cola kauft aber keinen rohen Zucker. Coca-Cola kauft den Kristallzucker. So nennt man den weiterverarbeiteten Zucker aus Zuckerrohr. In den Fabriken für Kristallzucker arbeiten keine Kinder. Darum ist die Kinderarbeit bei Coca-Cola versteckt. Zucker ohne Kinderarbeit. Am besten kaufst du Zucker ohne Kinderarbeit. Das kannst du selbst prüfen. Schau die Zuckerpackung an und suche ein blau-schwarz-grünes Logo. Unter dem Logo steht das englische Wort Fair Trade.
So erkennst du Zucker ohne Kinderarbeit. Das war ein Text in einfacher Sprache.